Hallöchen, meine Freunde. Mein Name ist Tomageddon. Und willkommen zurück zu Outlast. Wir waren ja im letzten Part hier stehen geblieben. Wo genau wir jetzt lang sollen, keine Ahnung. Wir müssen immer noch den Weg nach draußen finden und dafür... Die sehen alle echt wunderschön aus. Finde ich cool. Auf jeden Fall denke ich mal, dass wir jetzt durch diese Tür müssen, oder? Ja, und es wird wieder sehr dunkel. Wir wissen ja alle, was es heißt. Gefahr. Und Gefahr mögen wir ja nicht. Beziehungsweise ist lustig. Es macht das LP sogar einiges lustiger. Und was ist hier los, wenn ich fragen darf? Keine Ahnung. Wir müssen hier hoch, oder? Tatsächlich. Weiter klettern und ab ins dunkle Wasser. Da ist wieder einer am Abhängen. Hier sind zu viele... Am Abhängen. Eventuell haben die Abhängenden ja irgendeine Batterie. Was extrem hilfreich wäre. Hast du eine Batterie? Scheint nicht so. Okay. Dann gehen wir mal am besten weiter, um keine Batterie zu verschwenden. Oh. Bis jetzt kann ich noch keinen Gegner hören. Also... Specky McSpeck... Oh! Specky McSpeck dürfte nicht da sein, oder? Ich glaube, wir müssen hier lang. Wir können auf jeden Fall da durch. Deswegen sollten wir am besten nochmal hier durchgehen. Das Spiel speichert. Okay. Ich glaube, wir müssen dahin. Oh nein. Hört ihr das? Wisst ihr, was das heißt? Dass Specky McSpeckspeck wieder da ist. Und Specky McSpeckspeck ist bestimmt nicht erfreut, uns zu sehen. Er ist nie erfreut, uns zu sehen. Was haben wir getan? Vielleicht riechen wir einfach nach Essen. Vielleicht riechen wir nach so einem knackigen Burger oder nach einer frischen Pizza. Vielleicht mag er uns auch deswegen. Eher unwahrscheinlich, aber... Die Wahrscheinlichkeit ist da. Vorsichtig. Aber wenn ich wüsste, wo er sich befindet... Ist mein Herzschlag gerade? Oh. Können wir hochspringen? Nein. Okay. Wir müssen doch einen anderen Weg finden. Die Frage ist, sind das Pflanzen? Ja gut, Pflanzen. Ach, so Müllsäcke. Ach so. Ich dachte im ersten Moment, das wären Pflanzen oder so in der Art. Oh. Jetzt haben wir Probleme. Specky McSpeckspeck könnte hier überall sein. Aber wenn ich ihn wenigstens sehen würde... Nicht, dass er uns einfach ins Gesicht springt. Das müssen wir nicht rein zufällig aktivieren, oder? Nein. Ich habe das Gefühl, der Typ kommt näher. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo? Au, 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 au. Lauf, 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 lauf! Lauf! Sind wir jetzt in Sicherheit, oder? Ich glaube, wir sind auf jeden Fall in Sicherheit. Specky McSpeckspeck kann keine athletischen Künste machen. Eieiei, das war noch knapp. Ich habe schon gehört, dass er irgendwo in der Nähe war. Aber ich wusste im ersten Moment nicht, wo in der Nähe. Ich habe ihn weit und breit nirgendwo gesehen, aber wir haben ihn wenigstens gehört. Ja, Mann, was ist mit dir los? Hat deine Frau dich verlassen? Wir können darüber... Okay, ich will doch nicht mit dir da... Okay, ich lasse dich in Ruhe. Warum hat er so einen Todesblick drauf? Das ist echt schlimm. Das ist so, als... Er guckt uns wirklich an. Okay, okay, okay. Ich tu dir nichts, ne? Ich lasse dich jetzt weiter hier heulen und... Ich gehe jetzt da lang. Deal? Was passiert eigentlich, wenn wir hier wieder runterspringen? Specky McSpeckspeck noch da? Keine Ahnung. Ich will das Risiko ehrlich gesagt nicht eingehen. Mail Ward. Interessant. Gut. Warum leckt das Spiel? Oh! Was? Oh Mann! Warum kommt meine gruselige Musik als Warnung? Oh Gott! Warum leckt das Spiel so? Wo bin ich lang gegangen, wenn ich fragen darf? War das ein Spielebug? Oder warum stand er neben mir und hat mich nicht geboxt? Eieiei. Okay.
Man muss sagen, Outlast ist wirklich ein grandioses Horrorspiel, aber einige Bugs sind immer wieder drin. Finde ich aber ein bisschen belustigend, muss ich mal so zugeben. Vor allem, wieso stand er neben uns mit einem Knüppel? Er hatte schon so eine Kampfpose, aber er hat uns dennoch nicht angegriffen. Ja gut. Hat natürlich Vorteile, aber welcher Dude ist da gerade langgelaufen? Ich hoffe, das war nicht der Typ mit dem Knüppel. Ist aber sehr... Vor allem, woher kam der? Der kann ja nicht hier rausgekommen sein. Ja, es gefällt mir aber nicht, dass das ganze Wasser voller Blut ist. Aber ich glaube, den meisten dürfte es auch nicht gefallen. Okay, jetzt wird wieder dunkler. Wir brauchen mal wieder eine Batterie. Ja, ich glaube, das waren einige verhängnisvolle Schreie. Eine Batterie wäre auf jeden Fall wieder... Wunderbar. Hier ist eine Tür. Na dann, lesen wir uns mal die Notiz durch, die zu dem Haufen Leichen gemacht wurde. Ein Festmahl für die Fliegen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Ich hoffe nicht, ich will hier auf gar keinen Fall durchgehen. Können wir überhaupt hier durch? Nee, wir können auf jeden Fall nicht die Tür irgendwie öffnen oder so. Das heißt, dass wir wahrscheinlich hier oben lang müssen und ich hoffe, dass der Typ mit dem Knüppel nicht wieder da sein sollte. Wenn der Typ mit dem Knüppel wieder da ist, habe ich natürlich Angst. Neues Ziel, erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Ich glaube, das kann spaßig werden, oder? Ja, das kann extrem spaßig werden, denke ich mal. Okay. Unser Motto hier in Outlast, follow the blood. Und hier ist schon wieder Blut, total viel Blut. Und hier ist ein lieber Dude. Hi, wie geht... Okay, er ist komplett gefesselt worden. Hallo, geht's dir gut? Soll ich dich befreien? Soll ich dich Oh. Die Stromversorgung hat wohl ihre Probleme hier. Oder die Nervenheilanstalt Mountain Massive hat ihre Stromrechnung nicht bezahlt. Das kann natürlich auch sein. Kann jeder Nervenheilanstalt mal passieren. Ja, das sieht so wieder aus, als wenn wir gleich wieder laufen müssten. Und wir machen mal die Tür hier auf. Eventuell eine Batterie irgendwo. Eine Batterie. Hashtag no batteries. Schreibt's in die Kommentare rein. Hashtag no batteries. Was sollen die... Twitter-Trends. Wäre voll cool und so. Okay, die nächste Tür nicht aufgeht. Wir gucken mal nach links. Hier ist ja auch noch ein Weg. Da kamen wir auf jeden Fall her. Da müssen wir auf jeden Fall hier lang, oder? Geht's dir gut? Meine Kopfhörer richten. Wir warten. Wir gucken uns den Typen hier an. Geht's dir gut? Ihm geht's gut, ja, auf jeden Fall. Batterie! Yes, nice, gut. Eine nächste Batterie. Hashtag, we have batteries. Gut, ich denke, wir müssen jetzt hier lang. Aber ich will ehrlich gesagt hier... ungern lang, da gerade jemand gegen die Tür geklopft hat. Und das nicht gerade freundlich. Ein freundliches Klopfen hört sich so an. Und das Klopfen hat sich so angehört. Aua, es hat mir wehgetan. Okay, durch geht's. Hallo? Oh, das hört sich auf gar keinen Fall angenehm an. Zwei Türen. Die eine geht nicht auf, ist verschlossen. Die andere geht auch nicht auf, ist auch verschlossen. Dann müssen wir wahrscheinlich dort hinten lang, ne? Ja, ich denke mal schon. Wo sind wir hier schon wieder gelandet? Okay, es redet keiner mehr, Gut, Dr. Wernicke wartet auf ihn. Aber haben wir nicht gelesen, dass Dr. Wernicke tot sein soll? Ja. Ich denke mal, wir wissen alle, was es heißen mag. Dass der Typ doch noch irgendwie am Leben ist, oder? Okay, wir müssen hier runter, höchstwahrscheinlich. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben.
Okay. Ich glaube, wir wissen alle, was es ist. Na, schieb doch schneller, schieb schneller. Scheiße. Mach die fucking Tür auf. Mach sie zu. Okay, lauf, Thomas. Wir bewahren jetzt Ruhe. Okay, die Tür ist auf. Und die machen wir jetzt. Mach die doch zu, okay. Schieb den Schrank hier hin. Das Produkt, was? Der Tod, was? Zu viel negative Energie hier am Ort. Okay. Wir sind erstmal in Sicherheit. Wir chillen erstmal unser Leben und beruhigen uns. Ihr könnt nicht reinkommen, da zwei Schränke da stehen. Panische Musik. Das ist keine gute Mischung. Panische Musik, obwohl wir gerade Ruhe haben. Okay. Wir gucken uns erstmal in aller Ruhe um. Am besten wir nehmen Benzin hier mit, holen uns ein Streichholz, schütten alles an, schütten Benzin auf die Dudes und dann Streichholz, boom, und dann macht's BAM, Junge, und dann sind wir frei. Das könnte jetzt eine Beschreibung von einem Kindergartenkind sein, aber hey, BAM, Junge, geht immer. BAM, Junge, geht immer. Ich habe das Gefühl... Was? Lauf. Lauf schneller. Okay, follow the blood. Follow the blood. Save the doors. Hashtag save the doors. Dr. Wernicke? Nein, Dr. Wernicke ist nicht hier. Aber ich glaube, es geht da oben lang. Wird auf jeden Fall Sinn ergeben. Okay. Wir chillen erstmal unser Leben. Oh, geschlossen, dann. Ich habe das Gefühl, die verfolgen uns immer noch, oder? Und wir laufen erstmal da lang. Nein, der Wallrider ist nicht hier. Project Wallrider. Okay, da lang, oder? Ja, es sieht ganz stark dann raus. Okay, na, Thomas, spring! Muss ich die Verfolgung wieder machen? Ich habe den Sprung doch geschafft. Hä? Wo bin ich? Hier lang? Ich gehe einfach mal hier lang. Hier? Hä? Wo bin ich gerade? Warte mal. Wir sind doch gerade gestorben bei dem Sprung. Moment mal, nein. Wir laufen gerade zurück. Okay. Wir müssen hier rein. Gut. Boah, das waren sogar drei Dudes. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wo kamen die denn alle her? Oh, hi. Hi. Das ist nicht besonders höflich. Bullshit priests guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch. Hmm? Have a little confab. Blah blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Oh Mann. Was das hier wohl werden wird? Können Sie mich bitte loslassen, verrückter Doktor? Sonst mache ich hier so eine Dance-Party mit dem Kopf. You know, I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a stroll? Okay, exit. Go ahead, I'll wait here. Ja, okay. Wir gehen jetzt. Können Sie mich davor loslassen? I'm in no hurry. Hä? Was? No? Lassen Sie mich los? Nose to the grindstone. Das ist eine schöne Taktik. Ja, ich weiß ganz genau, was Sie vorhaben. Ja, ich werde Sie eventuell demnächst boxen. Und können Sie sich davor bitte die Fingernägel schneiden und einmal eine Hose anziehen? Das wäre ganz nett von Ihnen, wissen Sie das? Wissen Sie das, wie nett es wäre von Ihnen, wenn Sie eine Hose haben? Aber eine Schürze ist nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Und die Hintern ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Also lassen Sie mich los! Okay, follow the blood schon wieder. Überall hier im Spiel. Follow the blood. Ich glaube, das nehmen sie sich hier als Lebensmotto. Nein, ich will dich nicht töten. Ich werde dich hier rausholen. Er hat die Zunge vielleicht noch benutzen können. Sorry für den Kurzcut. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just be a second to wash up and, oh, no movies.
And it'll give us a chance to talk. Filmen Sie noch? Okay, wir müssen irgendwie freikommen, oder? Man kann diesen kranken Psychopath nicht trauen. I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable if you get scared. There's like the turn of God as anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Okay, okay. Thank you. Nein. Pack das weg, pack das weg! You paying attention? Don't pass that on me. There's so much for you to absorb. Better now, right? Understand how we cheat here. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Yeah! Wenigstens haben wir noch 8 Finger. Ich meine, 10 Finger sind sowieso überbewertet, oder nicht? Findet ihr nicht auch, dass 10 Finger überbewertet sind? Was überbewertet sind? Okay, beruhig dich, Mann, beruhig dich. Beruhig dich, beruhig dich. Hier ist so überall Blut, du hast 2 Finger verloren. Lass es raus, lass es raus. Lass es raus. I feel you, bro. Na dann, Dudes, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part von Outlast. Und mal schauen, ob der verrückte Doktor im nächsten Part wiederkommt. Bye, bye.